Bad Gleichenberg wurde nun das Frauenkrebshilfezentrum Südoststeiermark eröffnet. Impulsgeberin, Organisatorin und Leiterin dieser neuen Gesundheitseinrichtung ist Dagmar Koller. Sie hat diese Einrichtung in ihrem Heimathaus, dem Birkenhof in Bad Gleichenberg, angesiedelt. Weil es ein Herzensprojekt war und eine Vision von mir war, nämlich Frauen zu helfen, die in sehr schwierigen Situationen sind. Und wenn ich an meine Situation zurückdenke, war dieser gemeinnützige Verein so eine wichtige Plattform, wo ich gut aufgehoben war, wo man die gleiche Sprache spricht, weil man ist sehr verzweifelt, wenn man in diese Situation kommt. In einer sehr emotionalen Präsentation zeigte Dagmar Koller ihren Weg durch die Krankheit und den Weg bis hin zur Geburt des Standortes der Krebshilfe in Bad Gleichenberg. Und aus dieser Vision ist heute Wirklichkeit geworden und ich werde alles, was im Rahmen meiner Möglichkeiten ist, dazu tun, um diesen Betroffenen eine schöne und sichere Zeit hier anzubieten. Die Frauenkrebshilfe Österreich mit Sitz in Graz ist ein rein ehrenamtlicher Verein für die Unterstützung von an Krebs erkrankten Frauen. Ziel ist es, Frauen, die sich aufgrund der Krankheit in einer schwierigen Lebensphase befinden, eine Plattform zu bieten, um das Leben nach der meist sehr belastenden Diagnose zu bewältigen. Wir versuchen auch ganz bewusst, das Schatzkistchen jedes Menschen, jeder Frau wieder an die Oberfläche zu bringen. Denn wir wissen alle, wir haben kreative Momente in uns, wir haben Hobbys, wir haben Dinge, die unser Leben erfreuen. Der Birkenhof in Bad Gleichenberg wurde großzügig um- und ausgebaut und bietet nun allen erkrankten Frauen viele Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten und die Kommunikation miteinander. Wir haben auch den Schwerpunkt in Graz der Frauenkrebserkrankungen und damit beschäftige ich mich. Und Frau Koller hat sich in dieser Zeit extrem toll entwickelt. Wir haben uns näher kennengelernt. Sie hat mir erzählt von ihren Aktivitäten und ich finde das fantastisch, was sie hier etabliert. Äußerst wichtig ist natürlich die medizinische Unterstützung und Begleitung. Sowohl das LKH Fürstenfeld als auch das LKH Feldbach sind wichtige Partner für das Frauenkrebshilfezentrum Südoststeiermark. Wir werden natürlich diesen Brustkrebspatientinnen, und das machen wir ja immer, Empfehlungen geben, wo sie zusätzlich zur Chemotherapie, zur medizinischen Therapie Dinge machen können. Ich glaube, es bringt das zusätzlich, was bis jetzt gefehlt hat. Und dieses Emotionale, das hier eine ganz wichtige Rolle spielt, das finden die brustkrebskranken Frauen hier in diesen Räumlichkeiten.